Jo Leute, da sind wir wieder mit der nächsten Folge von Age of Pirates, der mittlerweile 27. Folge. Ist schon echt lustig, geht schon wieder ganz schön schnell. Wir haben unser Schiff ein bisschen verbessert und werden jetzt einfach mal hier so einen spanischen Konvoi angreifen. Einfach weil wir ein bisschen Nahrung brauchen, weil unser Squad irgendwie alles hat, nur keine Nahrung. Und Alter, ich will auch einfach mal das Schiffchen ein bisschen austesten hier. Das hat jetzt die höchsten Kaliber Kanonen. Alter, lol, wir sind ja mitten in diesem Konvoi gelandet. Lol, die Animation oder die Grafik von diesen von dieser Breitseite ist echt weird. Warte mal, wir machen die mal in Zeitlupe. Lol, so richtige Explosion. Okay, das erste Schiff hat schon kapituliert. Ehre. Ich habe halt bei dem Schiff... Oh lol, unsere Segel werden gerade ganz schön zerfetzt. Erstmal ein bisschen die Geschwindigkeit gebufft und den Winkel, den man fahren kann und sowas halt. Einfach weil es schon echt ziemlich horrific war bei dem Schiff. So, komm, wir machen mal hier Dauerfeuer jetzt, Leute. Wir nehmen hier keine Gefangenen. Also wir nehmen schon Gefangene, aber... Erstmal hier ordentlich Breitseiten für alle. Links, rechts, Steuerbord, Backbord. Ist mir scheißegal. Kriegt alle auf den Sack. Also an dieser Grafik, wie wir schießen, diese Explosionen schon fast. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, ey. So. Wir haben einige Schiffe schon aus dem Gefecht genommen. Oh, lol. Das Schiff hat es direkt zerrissen. Ja, moin. Lol. Wir können... Ah, okay, das Schiff links, das was kapituliert hat, können wir übernehmen. Ehre. Machen wir da auch mal gleich. Der Captain hat Angst vor uns, so wie es sein sollte. Hier auf dem Tisch liegt nichts. Hier liegt auch nichts, nur ein Schwein. Hier liegt eine Kiste mit einer Necklace. Ein Säbel und so ein komisches Ding können wir mitnehmen für einen unserer Offiziere. Wobei wir gerade echt irgendwie sehr wenige Offiziere haben, einfach weil die alle unsere Zweitschiffe kommandieren. Ist ein bisschen belastend, aber was soll man machen? Und jemand muss das ja tun. So, noch ein Goldbarren, Ehre. So, Fresschen und Rum, ganz wichtig. Waffen und Segel, Medizin, Segeltuch, auch sehr nice. Planken, ja okay. Alter, die haben mega viel Silber dabei. Okay, aber wir haben jetzt nicht die Kapazität, um das ganze Silber mitzunehmen. Wir nehmen mal hier die Geschichten mit, von denen wir nicht so viel haben. Und dann lassen wir das Schiff auch wieder frei. Und werden uns auf die anderen konzentrieren. Die Frage ist, was die da hinten vorhaben. Was die vorhaben im Sinn von, wo die hinfahren wollen. Wenn die fliehen wollen. Weil wenn die jetzt umdrehen, wäre natürlich nicht so nett von denen. Können wir die vielleicht von hier manuell beschießen? Oder wir drehen uns einfach und versuchen, die Auto zu anvisieren. Das sollte eigentlich auch gehen. Gerade das Schiff hier, weil bei dem habe ich ein bisschen Angst, dass es uns entkommt. So, Leute. Ich hätte mal den Quick-Turn anmachen können, ne? Naja, okay, egal. Jetzt auch egal. Ja, die Vorderkanonen schießen. Aber ich will die anderen haben. Da sind sie. Ja. War jetzt nicht so viel Damage. Aber ja, es hat gereicht, um die zum Aufgeben zu überreden. So, dann schneiden wir den Quick Turn rein. Der trotzdem nicht sonderlich quick ist bei dem Schiff. Okay, was haben die davor? Ich glaube, die wollen hier so eine Enterpartie starten. Das gefällt mir gar nicht. Nee. Wir sollen bitte mal die Bomben laden. Und das wird jetzt wahrscheinlich heftig werden. Ja, also das hat denen gar nicht geschmeckt. Die sind fast tot. Und die haben aufgegeben. Okay, die haben auch aufgegeben. Ehre. Das ging ja schneller, als ich erwartet habe. In unter 5 Minuten haben wir die Leute hier abgefertigt. Ehre. Ja, also unser Schiff ist jetzt schon ziemlich stark, muss man sagen. Wir können jetzt gerade nicht die Segel reparieren, aber whatever. Aber das Schiff hier ist nochmal eine andere Dimension. Ich meine, wir hatten vorher schon ein Level 1 Schiff. Aber ich glaube, das hier wird so mit so rein von den Kampfstats her, wird das wahrscheinlich so das stärkste Schiff was du finden kannst. Außer es gibt jetzt noch irgendwelche Special Ships, Special Man of War oder so. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, aber
Das, die Option gibt es natürlich auch. So, ein flämisches Kürass. Boah, das ist aber ganz schön schwer. 20 Tonnen oder 20, 20 Tonnen. 20 Kilo, sage ich jetzt mal. Okay, das war's schon. Ist aber ein ganz schön armer Captain, ey, muss man sagen. So, Fläschchen und Rum. Und Waffen. Und den Rest kann er behalten. Tschüss. Dann das nächste Schiffchen. Wir beschleunigen mal die Zeit. So. Ja, also wir sind trotzdem nicht das schnellste Schiff. Ich denke, das sollte klar sein. Wir sacrificen halt eine Menge Geschwindigkeit und Wendigkeit mit unserer Firing Power. Aber das ist halt schon echt überlegen, wenn man betrachtet, wie wir eben im Kampf waren. Und, oh Lord, very valuable. Okay. Den Shit scheinen wir jetzt deutlich mitnehmen zu sollen. Zumindest sagt uns das Spiel das. Okay, hier ist noch ein bisschen random stuff. Ja, also, ich sag mal so, die Schiffe werden uns nicht entkommen. Einfach nur, weil die sind zwar schneller als wir, aber die werden so heftig Damage kassieren, gerade wenn wir da anfangen, die Segel zu beschießen. Das wird denen nicht schmecken. So, wie viel Silber könnten wir dann rein theoretisch mitnehmen? Immerhin 200 Kilo. Ich denke, wir nehmen das einfach mal mit, lassen die gehen und geben zur Not das Silber an die anderen Schiffe von uns weiter. Okay, Quick Turn ist gerade nicht drin. Das heißt, wir skippen das Ganze hier mal ein bisschen. So. Müssen uns mal gerade drehen. Ich sag mal unseren anderen Schiffen, dass sie sich mal. Alter, lol, die haben ja teilweise mega den Damage gefressen. Okay, das ist ein bisschen belastend. Oh Gott, und wir fahren natürlich komplett gegen den Wind. Mehr als belastend. Wind ist komplett gegen uns. Mit einem so riesigen Man of War ist das natürlich jetzt ein bisschen painful. Einfach weil das halt echt ewig dauert. Aber ich denke, das Schiff sollte uns auf jeden Fall helfen, die Main Quest gut abzuschließen. Also von den Engländern. Falls das nicht der Fall ist, weiß ich auch nicht immer weiter. Dann bin ich ein inkompetenter Kapitän. Ja, mal schauen. Also ich muss halt immer so ein bisschen zwischen den Folgen schauen, was ich tue. Einfach weil die Main Quests nicht instant wieder da sind. Ne? Da sind halt meistens so ein Monat Pause dazwischen, die man da irgendwie verbringen muss. Und das Belastende ist halt, dass umso mehr Zeit vergeht, umso mehr muss ich halt die Schiffe versorgen. Also ich kann halt nicht einfach einen Monat skippen quasi. Weil dann haben die Schiffe keine Nahrung mehr, meine ganze Crew stirbt. Das kann ich halt nicht machen. Und ich muss halt auch irgendwie Geld ran schaffen, weil die Crew halt schon ordentlich Geld fressen. Also um die 200.000 fressen die mittlerweile. Im Monat. Sind jetzt keine Peanuts, selbst für uns. So, was habt ihr noch so hier? Ihr habt Gold dabei. Kann ich eh nicht mitnehmen. Aber das Food würde ich gerne noch mitnehmen. Dafür sacrifice ich auch ein bisschen von dem Silber. Einfach nur, damit ich das ganze Essen und das den ganzen Rum mitnehmen kann. Weil der ist dann doch ein bisschen wichtiger. Ne, nicht Gold, Silber nehmen wir jetzt noch so mit. Zack, nächstes Schiff. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Nee, bitte nicht. Bitte nicht in mich reinfahren. Bevor ich euch versenke. Weißt du? Versuchen die mich erstmal zu attackieren, nachdem ich die schon übernommen habe. Was für Helden, ey. So. Oh wow. Okay, du bist gar nicht meine Attention wert, wenn du nur 1,7 in der Bank hast, ey. Aber du hast eine Menge Food dabei. Das ist natürlich sehr nice. Das heißt, wir droppen das Silber wieder rüber. Nehmen das ganze Food mit. Nehmen den ganzen Rum mit. Nehmen die ganzen Waffen mit. Und holen uns wieder das Silber rüber, was wir mitnehmen können. Und tschüss. Ja, das scheint so eine Silber-Gold-Flotte zu sein von den Spaniern. Ich glaube, ich mache auch mal lieber hier das Sandbank-Manöver an, falls sie uns rammen. Okay, nicht der Fall. Sehr gut. Quick Turn. Und gib ihm. Müssen wir ein bisschen so rumfahren, einfach weil der Wind wieder ziemlich gegen uns steht. Und die anderen Schiffe sind schon gut reingehauen. Die fühlen uns gar nicht. Ich meine, das sind jetzt auch keine. Na, okay, 16 Kanonen, 30 Kanonen. Ich meine, das sind jetzt auch keine mega kleinen Schiffe so. Aber guckt euch mal das an, Alter, wie das gefressen hat, ey. Ist schon Ehre.
Also wir sind jetzt quasi der Löwe im... Ne, nicht im Dschungel. Löwe lebt nicht im Dschungel. Der Tiger im Dschungel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir an der Spitze der Nahrungskette, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist der Titel für die Folge. Die Spitze der Nahrungskette. Allah. Okay. Na, come on. Wir wollen euch übernehmen. Wir brauchen euer Gold. Und eure Nahrung. Denn sonst verhungern wir. Einmal mehr. Nahrung über Geld. Wobei man theoretisch auch Nahrung mit Geld kaufen kann. Allerdings auch nur, wenn die Händler auch mal Nahrung da hätten. Und nicht ständig einfach mal gar keine Nahrung hätten. Aber naja. So, ah, der hat 138 Food. Das ist natürlich sehr nice. Bisschen rüber. Ne, nicht Powder. Food. Rum. Waffen. Medizin. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Zack. Fregatte. Soll ich die mitnehmen? Na, ne, komm. So, noch zwei Schiffe. Und immer noch ein unverändert schlechter Kurs vom Wind. Wehe, du rammst mich. Gibt es eine Breitseite in dein Gesicht? Quick Repair kann ich irgendwie auch nicht machen. Ist ein bisschen belastend. Launch a boat. Ah, dafür ist es. Ja, Ehre. Aber warte mal, Leute. Aber ich kann die jetzt nicht übernehmen oder so. Talk to our captain. I've got nothing to say to you. Lol. Er meinte halt wirklich gerade, hast du nicht gemerkt, dass wir im Kampf sind? Lol, also wir konnten einfach auf dein Schiff, obwohl wir theoretisch kämpfen. Das ist ja ein bisschen retarded. Ich dachte, das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie ich die ganzen Schiffe hier abgrasen kann, ohne da so lästig hinfahren zu müssen. Aber anscheinend gönnte uns das Spiel das nicht. Ich brauche echt mal wieder so ein Bosun, damit das mehr Range hat hier mit dem Übernehmen, weil das ist ja echt ein bisschen lästig, da mal einzeln hinzufahren. So. Zack. 5000. Gönn dir, Brudi. Hier noch irgendwo was. Vielleicht hier in der... Nee, okay. So, hast du noch Food? Ja, 25. Das heißt, wir machen wieder noch ein bisschen Silber rüber. Gönnen uns das Food rum. Weapons, Medizin. Und Silber wieder rüber, so viel wir tragen können. So, und das letzte Schiff. Hallo? Hallo, ihr seid auf Kollisionskurs, Leute. Merkt ihr es noch? Alter, der Turn dauert gerade so ewig. Holy, so. Na, wir sind halt echt schwerfällig, sein Vater. Muss man wirklich sagen. So. So, let's go. Säbel weg. Säbel weg. Gebt uns all euer Gold. Okay, es ist nicht viel. Hier noch irgendwo was? Nee, okay. Dann, oh, immerhin 52 Food, noch ein bisschen Nahrung, 52 Food und noch ein bisschen Nahrung, Ehre. Nee, ein bisschen Medizin, bisschen Food, bisschen Rum, bisschen Waffen. Das sind doch nice Dinge, die man gerne immer wieder mitnimmt. Einfach um die Flotte am Laufen zu halten. So, jetzt werden wir das mal eben nochmal in unsere Squadrons verteilen. Wir versuchen es mal so, dass jedes Schiff um die 50 Nahrung hat ungefähr. Du hast schon, du auch, du nicht. Kriegst du jetzt auch ein bisschen Nahrung. So. Dann haben wir in unserem Hauptschiff 100 Tage. So rum auch 50. Rum haben wir auch genug. Okay, das ist schon mal nice. Alter, hier sind... Alter, die Kanoniere von dem... von unserem ehemaligen Schiff sind halt übel. Der Rest geht sogar einigermaßen. Nur unser Schiff ist halt wieder komplett hier experienced. Okay. Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal... was können wir noch machen hier? Komm, wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen Rache an den Holländern. Weil die uns ständig die Kopfgeldjäger auf den Hals setzen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht so clever sein und unser Kopfgeld wird danach wieder hochgehen. Aber ich meine, unsere Beziehung zu den Holländern ist eh versaut.
Bam. Ja, United Providences have increased the bounty on your head. And you know, I don't give a fuck, quite frankly. Okay. Okay, die haben aufgegeben. Die werden es auch gleich tun. Wenn sie es nicht tun, okay, ihr schießt zurück, dann werdet ihr jetzt versenkt, ihr Hunde. Na, letzte Chance aufzugeben. Nö. Letzte Chance. Okay, vorletzte Chance. Jetzt die letzte Chance. Ich glaube, ihr wollt aufgeben. Okay, vorvorletzte Chance. Jetzt ist letzte Chance. Come on, guys. Okay. So viel zu dem Thema. Na, ihr seid mutig da drüben. Kriegt erstmal die Segel zerschossen. Weil unsere Segel auch ganz gut zerschossen sind mittlerweile schon. Was ist das für ein Schiff? Eine flämische Galeone. Die versuchen unsere Segel zu zerschießen. Mit ihren Knibbeln. Das kann ich nicht gut heißen. Da muss es ein paar Bomben hageln. Komm, wir schießen auch mal mit den Knibbeln. Ah, wir haben Dings schon gemacht. Mist. Okay. Ja, das Schiff übernehmen wir spät. Wobei, kann ich nicht dir sagen. Nein, kann ich nicht. Belastend. Ich dachte, ich kann meinem Kollegenschiff sagen, komm, übernehmen die mal. Nein, nicht. Oh Gott. Nein, jetzt entkommen die uns. Ich bin mir sicher. Jetzt müssen wir uns auf unsere 48er Pfundkanonen verlassen, dass die die Range haben, die komplett da wegzumachen. Okay. Also die Präzision haben sie auf jeden Fall gerade nicht. Ja, wir treffen gerade nichts. Okay, wir versuchen mal Verfolgung aufzunehmen. Das kann ich aber gerade gar nicht akzeptieren, dass wir die nicht treffen. Okay. Wie schnell sind die? Ich sehe nichts über Segel. Aha. Okay, immer noch über Segel. Ah ne, die sind schon versenkt. Okay, ich glaube, es wird nichts mehr. Kriegt die auch gerade nicht aufs Radar. Okay, gut, dann haben wir halt ein Schiff verloren. Schade. Passiert. Machen wir mal die Kanonenkugel rein. Ah, mit Kanonenkugeln haben wir Range. Okay. Warte mal. Treffen wir die? Okay, jetzt haben wir keine Range mehr. Wie weit sind die weg? Ja, über 1000. Ja, okay. Ihr habt's geschafft, Boys. Seid glücklich. Könnten theoretisch auch unserem Squadron sagen, dass die mal Verfolgung aufnehmen sollen. Hallo, hier ist irgendwo noch ein anderes Schiff. Ah, da hinten. Okay. Interessant. Turn, please. Quick turn. And let's go. Ja, ich würde sagen, wir haben in der Folge nicht zu knapp übernommen. Also, da waren schon die einen oder anderen leckeren Happen dabei. Werden jetzt nochmal deren Hab und Gut hier berauben. Die hatten aber fettes Geld dabei für ihre Verhältnisse. Müssen wir die Holländer vielleicht nochmal ein bisschen mehr ausrauben hier. So. Ja, komm, hier ein bisschen Schwarzpulver. Auf 8000 wieder hoch. Silber, Sklaven haben sie. Den einen Sklaven nehmen wir mit. Integrieren wir in die Crew. Haben wir von den Holländern befreit, den Dude. Kabine. Mit sich selbst labern. Enlisten. Fertig. Jetzt sollten wir einen Mann mehr an Bord haben. Jo. Ehre. Und der ist jetzt auch schon ein Sea Dog. Lol. Warum hat sich unsere Experience so krass... Lol, liegt es an unserem Level, dass die Experience von unseren Leuten halt wirklich so krass hochgeht? Weil ich meine, eben waren die nicht alle Sea Dogs, oder? Ich glaube nicht. Naja, muss ich vielleicht selber nochmal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen oder lasst mir auch gerne ein Like da. Und natürlich auch ein Abo, wenn ihr neu seid. Mittlerweile in Folge 27. Naja.
Und auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.